So, ich bin hier in Delgid angekommen, zusammen mit, wer war ich heute unterwegs? Cecile und Caroline. Genau. Und das hier, das ist jetzt zum Beispiel mal der Abstellraum für die ganzen Rucksäcke, die dürfen wir nicht reinnehmen, weil halt dieses mit den Bettläusen, die versuchen da halt überall gut damit umzugehen. Das heißt, du stellst hier deine Schuhe halt zum Trocknen drauf, hängst dann deinen Rucksack drauf, sodass der außerhalb des Gebäudes bleibt, sodass es da keine Ansteckungsgefahr gibt. Genau. Jo, mein Poncho, der darf auch noch trocken werden. Ja, ich hänge den gleich mal hier raus. Und dann habe ich hier was total Cooles gesehen. Guck mal. Sind alles kleine Vögel drin, die haben gerade ganz laut gechiept und jetzt sind sie total verängstigt. Also ich gehe mal wieder weg. Total verängstigt. Genau. Ich bin sehr, sehr froh, dass jetzt endlich die Sonne scheint. Nachdem es heute, ja, oh, ein mentaler Herausforderungstag war das heute. Und ja, meine ganzen Klamotten, die sind jetzt in der Wäsche, deshalb renne ich hier auch so halbnackig rum. Weil es hier eine Waschmaschine gibt und das ist einfach mal das Allerbeste. Frisch gewaschene Wäsche. Freue ich mich schon sehr drauf. Dann habe ich hier meine Schuhe antibakteriell jetzt gerade noch eingesprüht. Wir waren jetzt einkaufen gewesen. Alles gerade ziemlich perfekt. Und die Sonne scheint und morgen soll auch die Sonne scheinen. Genau. Jetzt bin ich mal noch gespannt, ob es hier vielleicht Wi-Fi oder sowas gibt. Und dann werde ich heute Abend was kochen. Was ganz Schwieriges habe ich mir überlegt. Spaghetti. Genau. So sieht's aus. Und so sieht's aus.